Herzlich willkommen zu Berlin ganz im Moor. Heute kommen wir zum dritten Teil von der WE 1911er Hexcut 6mm GBB zum Schusstest. Ich werde euch heute zeigen, wie man das Magazin befüllt, welche Munitionsarten wir jetzt nehmen werden auf 8 Meter. Das werde ich euch jetzt nochmal zeigen. Und dann kommen wir zum Schusstest, würde ich sagen. Ich grüße, wie gesagt, nochmal recht herzlich meine Abonnenten auf Facebook, auf YouTube und die es werden wollen. Und natürlich auch nochmal einen schönen Dank an Begadi für die Testwaffe. Genau, gut, dann fangen wir an. Wir haben jetzt hier die Waffe vorliegen, wir machen jetzt mal ein Magazin raus. Ja. Hier ist jetzt noch Gas drin, wir wollen ja mal gucken, wie weit wir mit einer Gasfüllung kommen. Ja. Deswegen machen wir das jetzt hier mal, drücken wir hier mal rauf, ja, hier, und lassen erstmal das alte Gas raus, da war auch nichts mehr drin, so ist das alles raus, und dann befüllen wir das gleich. So, wir werden anfangen auf 8 Meter mit Alu-BBs zu schießen, ja, gibt es bei Begadi auch zu kaufen, 6mm Alu-BBs, ja, für ungefähr 8,95 € rund kosten die, ja. Sind echt tolle Alu-BBs, 0,30 Gramm schwer, die rocken halt schon. Nehmen wir die mal hier beiseite. Und danach schießen wir nochmal mit den Green-BBs, ja, 0,25 Gramm schwer, 6mm. Bio-BBs sind es auch von Begadi, die sind echt gut, muss ich sagen. Ja, die sind echt gut und treffsicher. Ja. Schöne BBs. Wie gesagt, ja. Und dann gucken wir mal, wie die dann halt auch auf dem Ziel dann aussehen. Genau. Noch eine kleine Info, nur am Rande. Diese Alu-BBs sind nur geeignet, wenn man halt, wie gesagt, auf Zielscheiben schießen möchte, in Schießständen und so weiter und so fort. Ja, nicht geeignet dafür, auf Menschen zu schießen oder Tieren zu schießen, weil da kann es richtig böse und tödliche Verletzungen auch geben. Also nur in Schießständen die Dinger benutzen, auf Ziele und so weiter und so fort, ja. Und diese Green BBs nochmal, die könnt ihr dann halt, wie gesagt, zum Airsoft spielen halt nehmen, auf Veranstaltungen und so weiter und so fort, ja. Genau, das wollte ich nur nochmal dazu sagen, dass es da keine Verwechslung gibt. Gut, Magazin werde ich, wie gesagt, laden, ja. Hier unten, diese Einfüllstutzen, werde ich laden mit den Swiss Arms Extreme Gas. Ja, gibt es auch bei Begadi zu kaufen, ist ein echt gutes Gas. Habe ich mal ausprobiert, habe ich mir mal ein paar Flaschen bestellt. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ganz gut, das Gas. Also ich benutze ja sonst immer nur Walter Gas. Dann habe ich mal mir gesagt, okay, dann bestellen wir uns mal das Extreme Gas hier. Ja. Und ich finde das echt toll. Ja, vor allem finde ich die Flaschen noch gut halt. Das hat Walter auch noch. Die haben hier so einen Kunststoffnippel. Und diese Kunststoffnippel halt sind, finde ich halt, zumindest besser als diese metallischen Nippel. Ja. Weil die metallischen Nippel kann es manchmal vorkommen, dass es bei manchen Magazinen halt zum Austritt, zum überschüssigen Austritt kommt, wenn man das Magazin hier befüllt. Das passiert hier bei diesen Kunststoffnippeln eben nicht so. Ja, und bei dem Gas halt auch nicht. Also ist ein ganz gutes Gas. Kann man halt, wie gesagt, auch bei Begadi kaufen. Ja, genau. Schaut einfach mal da rein im Shop. Ne? Gut. Dann befüllen wir erstmal das Magazin mit Kugeln. Also einfach hier den runterziehen, ja, und dann hier ins Loch einfüllen. Zack.
geht recht einfach und echt easy to go. Dann langsam zurückführen und dann seht ihr ja, haben wir hier das geladen. Dann schüttelt da das Gas ein bisschen durch, na, und setzt dann die Pulle hier an. 2 Sekunden, 3 Sekunden. 1, 2, 3. Ist jetzt auch langsam auf dazwischen. Abziehen und das Magazin ist gefüllt. Genau. Gut, dann wiegen wir das nochmal, die Waffe, weil das habe ich ja im zweiten Video vergessen. Entschuldigung dafür. Ja, aber manchmal ist das halt so. Genau, dann wiegen wir das nochmal. Jetzt wiegen wir die Waffe halt, die wiegt so an die 770 Gramm, ohne Befüllung, ohne Munition. Jetzt gucken wir mal, wie viel sie wiegt mit Gas im Magazin und den Alu-BBs. Ja, machen wir die Waage hier mal an. Genau, warum geht das jetzt nicht? Okay. Okay, dann muss ich mal wahrscheinlich mal die Decke ein bisschen hoch machen. Sonst kennt die Waage das nicht. Das ist immer hier so ein Gefummel manchmal. Genau, so jetzt steht sie auf 0. Schauen wir mal ein bisschen hoch, ob ihr das auch seht. Genau hier, könnt ihr das jetzt sehen. Steht sie auf 0. Genau, dann legen wir mal die Waffe rauf und gucken wir mal, wie schwer die ist. Genau, 780 Gramm mit Befüllung sozusagen. Ja. Ohne Befüllung 770, also 10 Gramm schwerer. Macht den Braten jetzt nicht so fett sozusagen. Ja. So, machen wir das dann ordentlich. Genau. Dann sehen wir uns jetzt beim Schusstest auf 8 Meter. Wir werden auf 2 Scheibenarten schießen, auf eine etwas größere und dann auf etwas kleinere Scheibe. Genau. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder beim Schusstest. Bis gleich. Jetzt folgt der Schusstest. 10 Schuss Alu-BBs in die kleinen Targets rein und in das große auf 7 Meter. Ihr könnt selber sehen, das Ergebnis. Wir stellen jetzt noch mal ein bisschen das Hop-Up ein und dann werden wir noch mal gucken, wie sie dann trifft. Bis gleich. So, da sind wir noch mal. Jetzt machen wir noch mal 10 Schuss auf 7 Meter mit Alu-BBs. So, das Hop-Up ist jetzt eingestellt. Vorher war es nicht so optimal eingestellt. Ihr seht es ja jetzt auf die ganz kleinen Ziele und aufs große Ziel. Schön enge Schussgruppen, ja, hier und hier. Ja, das waren die Schüsse, die halt nicht so gut waren, zwecks, weil der Hop-Up-Justierung noch nicht so toll eingestellt war. Und hier die kleinen Ziele, die sind wirklich klein, auch hier schön getroffen. Ja. Hier auch und hier auch. Genau. Gut, dann machen wir hier mit den Alu-BB Schluss. Sie schießt toll mit Alu-BBs und jetzt kommen wir dann zu den 0,25 Gramm Kunststoff Bio-BBs. Bis gleich. So, jetzt sind wir noch mal da. Jetzt schießen wir, wie gesagt, mit diesen Bio-BBs 0,25 Gramm auf 7 Meter. Die Targets seht ihr ja noch halt, war ja noch von den Alu-BBs, die Schussgruppen. Gucken wir mal, was die Bio so drauf haben.
Ich habe noch nicht das Magazin wieder gefüllt, ist immer noch dieselbe Füllung drin. Und mal gucken halt, wie lange das hält. 17 Schuss haben wir schon mal durch mit einer Füllung. Jetzt kommen noch mal 10 Schuss und dann gucken wir mal. So, dann gucken wir mal. Die 0,25 Gramm Bio-BBs, die gehen auch sehr gut. Ihr seht es ja. Hier, hier, ja. Hier wieder, da. Und halt, wie gesagt, hier sind die eingeschlagen. Und einer ist hier. Das war aber jetzt mein Fehler, weil ich die ein bisschen verrissen habe, jetzt die Waffe. Deswegen halt, der da oben hingegangen ist. Gut, dann gucken wir nochmal. Machen wir nochmal 10 Bio-BBs mit einer schnelleren Schussfolge mal. Magazin hält immer noch. Muss ich noch nicht nachfüllen. Wir sind jetzt bei 27 Schuss mit einer Füllung. Jetzt machen wir nochmal 10 und dann sind wir bei 37 Schuss. Ja. Bis gleich. So, nochmal 12 Schuss. Ich habe ein bisschen mehr geladen, weil ich habe nicht mitgezählt. Aber ist ja egal. Gut. Wir haben jetzt HBB schneller geschossen. Damit ist die Gasladung jetzt leer. Wir sind so 36 Schuss ungefähr, kann auch 34 sein. Genau, ich fülle noch mal nach und dann schießen wir die restlichen noch mal raus. So, noch mal 10 Schuss und dann sind wir durch mit dem Schusstest. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder nochmal auf dem Tisch zum Endfazit der WE Hex 1911er 6mm GBB. So, meine Freunde, kommen wir zum letzten Fazit der dreiteiligen Serie, Vorstellungsserie der Hex 6mm GBB 1911er. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Waffe zu testen. Ich hoffe euch auch, dass ich euch ein bisschen Eindrücke vermitteln konnte. Ja. Und recht herzlich nochmal und Dank nochmal an Begadi, die das möglich gemacht hat, dieses Video oder diese dreiteiligen Videos, dass ich die machen durfte. Hier sehen wir jetzt nochmal, was die Waffe so kann mit einer Gasfüllung. Swiss Arms Gas, kommen wir hier mit Alu, BBs 0,30 und Bio-BBs Kunststoff oder Bio-BBs, sagen wir mal so, auf 34 Schuss. Dann muss man wieder füllen und dann kann man weiter loslegen. Ist halt so. Deswegen empfehle ich immer, wenn ihr euch die Waffe kaufen solltet, immer noch mal ein paar Magazine zusätzlich zu kaufen und dann habt ihr gar keine Probleme. Dann könnt ihr halt wirklich losrotzen, was das Zeug hält. Ja? Kauft euch noch mal 3 Magazine dazu, gibt es auch bei Begadi und dann seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr Spaß haben wollt, um lange schnell zu schießen und nicht ständig halt mit einem Magazin dann nachzuladen müssen, das Gas. Genau. Gucken wir uns nochmal die Schussgruppen an. Halt, wie gesagt, das ist hier ein ganz kleines Ziel halt. Ja, auf 7 Meter. Das sieht echt gut aus. Ich habe nochmal das Hop-Up ein bisschen justiert. Das ist ja das Schöne an der Waffe. Wir haben hier wirklich enge Schussgruppen. Seht ihr ja halt, ja, alles hier
um die 10 rum. Hier war das Hop-Up noch nicht eingestellt, deswegen ist das an die 9 gegangen. Finde ich echt gut. Ja, schön eng zusammen die Schussgruppe, vor allem die hier. Na, und die hier auch sind ja mittig reingegangen. Also perfekt. Also die Waffe schießt wirklich nicht schlecht. Ja. Dann legen wir das mal weg. Dann haben wir hier noch etwas noch kleinere Ziele. Ja, das sind wirklich kleinere noch. Da haben wir dasselbe Phänomen halt, na, dass wir hier halt, hier oben, ob es mit Alu ist oder mit dem Bio-BB, ist eine schöne, auch eine schöne enge Schussgruppe. Ja. Ist auch alles Reingang in die 8, 9 und 10, seht ihr ja. Hier dasselbe, schön eng wieder, hier auch, ja, perfekt und hier auch nochmal perfekt. Was ich noch dazu sagen wollte zu der Kimmerung Kongon, zu der Waffe, ich habe jetzt mal das also hier die Visierung nochmal Kimmerung Kongon. Ich habe ja im Review schon gesagt, dass da es vielleicht Probleme geben könnte, im Hellen nicht, leuchtet auch nicht so stark, kann man gut schießen, habt ihr jetzt an den Zielscheiben gesehen. Im Dunklen halt, wie gesagt, würde es, denke ich mal, Schwierigkeiten geben. Aber wie gesagt, im Hellen und so weiter und so fort, gar keine Probleme. Ihr seht das Trefferbild sehr gut. Also, Endfazit zu Hex 6mm GBB von WE. Klare Kaufempfehlung, weil top verarbeitet und eine schöne Schussgruppe kriegt sie hin. Ja, also man kann wirklich mit ihr schön auch zielen. Ja. Und die Treffer sind auch sehr gut halt, die hier eingeschlagen sind im Ziel. Man kann es halt eben noch ein bisschen vielleicht die Leistung steigern, wenn man sich vielleicht einen Tuninglauf noch einbauen lässt. Ja. Oder vielleicht halt noch an einer Rückholfeder was macht. Da muss man mal gucken bei Begadi, ob da halt diese Bauteile gibt es halt. Ja, ich denke mal schon. Und dann kann man sich hier noch einen Tuninglauf reinbauen und dann schießt die noch präziser. Aber wie gesagt, die schießt hier schon ab Werke sehr gut auf 7 Meter. Sie wird auch auf 10 Meter, denke ich mal, und auf 15 Meter auch noch gut schießen. Ja, zwecks das schöne Hop-Up kann man auch schön einstellen. Ja, also wirklich ganz genau. Habt dann schön gutes Gefühl im Finger, wenn ihr halt das Hop-Up einstellt. Das Hop-Up sitzt ja hier drunter. Wenn wir nach rechts das Hopperbrettchen drehen, ja, dann halt schießt die sehr gut. Ja. Nicht nach links drehen, weil dann gibt es Tiefschüsse. Also immer, wenn das Hopperbrettchen hier jetzt ist, immer den Pfeil nach da drehen. Ja. Und dann schießt sie perfekt, wie gesagt. Ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Fazit der Waffe, klare Kaufempfehlung, schweres Wort, zwecks halt schießen, tut sie sehr gut, präzise schießen und die Verarbeitung ist top. Also, ich bin raus und wie gesagt, die ganzen Links findet ihr unten zu der Waffe. Das war's, ich bin raus, Berlin ganz im Moor, bye.